Ja, wir sind hier in Stuttgart am Start. Ich glaube, ihr seht es im Hintergrund. So ein bisschen hier am Schlossplatz, am alten Schlossplatz, neuen Schlossplatz, Präsidium, wie auch immer. Ich habe eine spezielle Zigarre am Start, die Silencio Red Dot. Speziell warum? Zum einen, ich hoffe, die Kamera macht einigermaßen scharf. Zum einen, weil es bei der Tabacalera de Garcia in der Domrep gefertigt wird, wo auch unter anderem die Grafina herkommt. Zum anderen hast du ein schönes Kamerun-Deckblatt aus Afrika, da freue ich mich schon drauf, also da bin ich sehr gespannt, ob da was geht. Umblatt habe ich jetzt vergessen, die Einlage Domrep aber auch. Und wieder was Besonderes, diese Andullo-Fermentierungstechnik. Also Andullo bedeutet ja, dass sie halt in den Tabak noch in so Palmblätter oder Bananenblätter einschlagen, einwickeln und dann halt eben ja, dadurch die Tabak so einen gewissen mineralisch-salzigen, eher holzigeren Pep bekommen. Ja, aber ich glaube, Umblatt ist auch aus der Domrep. Wüste, gucke ich aber dann nachher nach und reicht es dann im Review nachher nach. Zum einen das, ja, und zum anderen hast du, ja, eigentlich eine besondere Zigarre, die heißt in Amerika nämlich nicht Silencio, sondern Cohiba Red Dot. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, zum Beispiel die Tabacalera de Garcia macht auch Cohiba, aber auch Upmann, Monte Cristo für den amerikanischen Markt. Das heißt, ja, halt natürlich mit einem Blend, also hier in dem Fall Kamerun, Domrep und noch was anderes, also das Umblatt habe ich jetzt echt vergessen. Ja, die machen für den amerikanischen Markt eben unterschiedliche Blends, ja, aber halt mit dem alten Namen so, ja, also läuft dann halt über Cohiba, so in dem Fall eben Cohiba Red Dot und Monte Cristo und so weiter und so fort. Ja, habt ihr vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen, dass es da eben auch kubanische Namen, aber mit einem Blend gibt, ja, für den amerikanischen Markt natürlich. Kostet hier 9,90 €, 49er Ringmaß, 12,7 cm, also eine Robusto. Ja, in Amerika kostet so $15, ein bisschen mehr. 15 bis 20 Dollar, je nachdem. Und ja, bin gespannt. Und ich melde mich nochmal mit dem Update zum Umblatt und Kaltzug und so weiter. Ja, ich habe das indonesische Umblatt vergessen. Das habe ich unterschlagen wollen. Ja, also läuft in Amerika, wie gesagt, unter Cohiba Red Dot und hier halt eben Silencio Red Dot, wird über diese skandinavische Tobacco, also die europäische, oder insgesamt, glaube ich, gehört sie zu den größten Importeuren überhaupt von Zigarren nach Europa. Darüber läuft es hier. Vom Kaltgeruch her, ja, ein bisschen mild, also nicht wirklich viel, was kommt, so ein bisschen Holz, so ein bisschen was süßlich-fruchtiges. Ja, wir haben heute ein bisschen viel Soundkulisse. Vorhin waren es die ganzen Fountains. Jetzt hier sind es diese Zombie-Gänse. Ja, aber jetzt angezündet. Ja, so ein bisschen Gegenzug. Also nur so ein bisschen allerdings. Ja, du bekommst schöne Aromen, so ein bisschen buttrig, weich, cremig, aber nur ganz dezent. Hauch Süße, aber du bekommst gleich auch Toast. Hauch Schärfe, 2 von 10. Also dieses Toastige, das ist das, was mich so als erstes jetzt anspringt. Toastig, leicht holzig. Vom Kamerun-Deckblatt merke ich jetzt noch nicht wirklich was. Das ist ja in der Regel, wenn es ein gutes ist, schon hat es so was leicht süffig, fruchtig, süßliches, Früchtetee-mäßiges. Hier jetzt kommt dann noch gar nichts rüber. Du hast ja grundsätzlich eher holzige, toastige Aromen. Ja, das ist so mein erster Eindruck. Silencio Red Dot, / Cohiba Red Dot von der Tabacalera de Garcia aus der Domrep. Ja, rustikales Kamerun-Deckblatt, also nicht ganz glänzend und halt eben so Schattierungen, Färbungen. Ja, aber ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da noch was schön Fruchtiges bei rumkommt.
Ja, die Stunde schlägt 12. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nichts berühre und kein Hepatitis und was weiß ich was hier bekomme. Also, ja, mehr sage ich dazu nicht. Jedenfalls geschmacklich eben dieses holzig-toastige, so ein Hauch süßlichen Frucht kommt tatsächlich, aber mir viel zu wenig. Abbrand ist gut, Rauchlung ist gut. Ja, schmeckt aber bisher haut sie mich nicht vom Hocker. Das ist so mein erster Eindruck, ne? Ja, hier haben wir wenigstens noch ein bisschen Ruhe. Hier ist nicht ganz so viel los. Ja. Ja, wir sind jetzt bei 50 Minuten. Ihr seht, Abbrand ist gut, Verarbeitung ist gut, alles gut. Geschmacklich, ja, dieses Andulo, habe ich ja schon gesagt, die Fermentierungsart. Man merkt schon so dieses leicht. Ihr kennt da so diese Sonnenblumenkerne, wenn man die halt mit den Kernen in den Mund nimmt, und so dieses leicht salzig, strohige. Das merkt man da so ein bisschen auf jeden Fall. Mit dieser Schärfe kommt mehr. Also am Anfang hatte ich ja gesagt, so ein 2 von 10, jetzt würde ich sagen, ja, fast 4 von 10. Ja, Kamera wird überhitzt, aber ich hocke hier auch bei 34 Grad in der Sonne. Ja, also ich würde lieber die Vegafina Andulo nehmen, wenn ihr die noch findet. Dieses Andulo, diese Fermentierungstechnik hat man da besser, deutlicher herausgeschmeckt. Und hier fehlt mir irgendwas. Also gerade dieses Toastige war nett. Und jetzt am Schluss die Schärfe, aber sonst kommt da nicht wirklich was rum. Von diesem Kamerun-Deckel, da bin ich auch relativ enttäuscht. Ja, 2,5 von 5 kann man rauchen, Verarbeitung ist gut, aber sonst, ja, kann es nicht sein, ne? Und letzter Schwenk. Und dann geht's heim.